Bei ihnen wurde Nierenkrebs, ein gutartiger Tumor oder eine Nierenzyste diagnostiziert. Ihr Arzt empfiehlt ihnen eine roboterassistierte, teilweise Entfernung ihrer Niere. Dies nennt man auch eine partielle Nephrektomie oder RAPN. Diese Animation zeigt ihnen, wie der Eingriff vorgenommen wird. Das Ziel besteht darin, den gesamten Tumor zu entfernen, die Blutgefäße und das gesunde Gewebe aber zu schonen. Die RAPN wird unter Vollnarkose vorgenommen. Sie werden seitlich auf dem OP-Tisch gelagert. Bei einer Vollnarkose werden Medikamente eingesetzt, damit sie bei der Operation keine Schmerzen haben. Wenn sie voll und ganz ruhig gestellt sind, werden in ihrem Bauch 3 bis 5 nur wenige Zentimeter kleine Schnitte vorgenommen. Anschließend werden chirurgische Instrumente und eine kleine Kamera durch diese Öffnungen eingeführt. Die chirurgischen Instrumente sind an die Arme eines Roboters angeschlossen, die der Chirurg mit Hilfe einer Konsole neben dem OP-Tisch steuert. Es ist allerdings nicht der Roboter, der die Operation durchführt, sondern ihr Chirurg. Die Roboterkonsole ermöglicht ihm dabei kontrolliertere und präzisere Bewegungen. Kohlendioxidgas wird eingesetzt, um das Operationsgebiet in ihrem Bauchraum für den Eingriff aufzublasen. Anhand diagnostischer Scans, die vor der Operation angefertigt wurden, sucht der Chirurg den Tumor in ihrer Niere. Falls notwendig, klemmt der Chirurg die Arterie der Niere ab, um den Blutfluss hin zur Niere und zum Tumor zu stoppen. Dies vermindert die Blutung, wenn der Tumor entfernt wird. Anschließend trennt der Chirurg den Tumor von der Niere. Nach der Entfernung des Tumors muss die Niere fest zusammengenäht werden, bevor der Blutfluss wiederhergestellt wird. Der Tumor wird in einen Plastikbeutel gesteckt und durch einen der Schnitte herausgezogen. Auch die chirurgischen Instrumente und die Kamera werden entfernt. Nun verschließt der Chirurg die Bauchöffnungen. Möglicherweise verspüren Sie 1 bis 2 Tage lang gewisse Schulterschmerzen, verursacht von dem Kohlendioxidgas, mit dem Ihr Bauchraum aufgeblasen wurde. Nach der Operation ist es wichtig, Schmerzmedikamente einzunehmen und auch gut zu trinken, zu essen und zu atmen. Sie werden nach dem Eingriff noch eine gewisse Zeit überwacht, um zu kontrollieren, ob der Tumor wiederkommt. Ihre Nierenfunktion ist wenige Monate nach der Operation größtenteils wiederhergestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, wie die Nachsorge aussieht und an wen Sie sich wenden können, falls Sie Fragen haben. Die RAPN wird von erfahrenen und darin geschulten Chirurgen vorgenommen. Wie bei jeder Operation können jedoch Komplikationen auftreten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über eventuell kurz- und langfristig auftretende Komplikationen und was in solchen Fällen getan werden kann.